Fuck, was hast du getan? Im Ernst? Handys weg! Wie oft haben wir das schon besprochen? So, letzte Stunde haben wir die Osmose durchgemacht. Ich hätte gerne bitte von irgendjemandem von euch eine Zusammenfassung der letzten Stunde, bitte. Kann ich aufs Klo gehen? Geh aufs Klo. So, jemand anders? Die Osmose. Bitte. Entschuldigung, ich war nicht da. Okay. Hier drüben jemand. Osmose, bitte. Diese. Dann so. Fliegen und dann so, diese Teilchen da. Diese Teilchen, die so fliegen. Sag mal ganz im Ernst, Moleküle, ist das ein Begriff, der. Es ist traurig. Sehr traurig. Okay, nochmal von vorne. Manuel, kannst du bitte noch kurz warten? Manuel, du kannst dir ja denken, worum es geht, oder? Ich meine, deine Noten sind im Keller. Ja, wissen Sie, dieses Jahr war halt nicht so leicht für uns. Ja, ich meine, Manuel, ich verstehe, der Verlust deiner Eltern, das ist eine fürchterliche Sache. Ich verstehe das, aber du musst weitermachen. Für dich und für deine Schwester. Alles ist gut. Hey, da ist ja wer, der elternlose Papst sagt. Na, wie ist es so? Wie ist was? Mir rauszukommen und da ist niemand, der sich um dich kümmert. Hey, mein Leben ist einfach unerfassbar. Hä? Hey, hat dir was gesagt? Oh. Bist du gut? Alles gut. Komm für den Vollspaß, schleich dich. Hör mal, wenn wir was sagen, hast du zuzuhören. Genau. Oh, muss der kleine Manuel heulen? Ja, bärmlich. Alles gut? Ist okay. Alles gut. Jetzt. Achtung, da kommt ein angepisster elternloser Bastard. Hier, guter Herr, hilfst du mir dein Hausaufgaben? Ja, gib mir 5 Minuten. Mhm. Alles ist gut. Schaut, das ist das Haus des elternlosen Bastards. Billy, die Nichte, das ist ein bisschen zu weit gerade. Wieso? Das sind doch nur irgendwelche Sprüche. Nur manchmal ein paar Schläge halt. Hey. Hey, Mann. Was wollt ihr hier? Was geht dich das an? Bitte geht! Was, ein Befehl? Verschwendet! Was soll's? Willst du mir eine reinhauen? Ja, komm! Hau mir eine rein, komm! Los,
Florian, komm, lass es sein. Klappe, Nina. Oh. Ja, komm. Ja, komm, zeig uns, was du drauf hast. Es reicht, er hat genug. Du! Du sei froh, dass du keine Gefahr für mich bist. Fass sie noch einmal an und ich werde... Und was? Soll ich dir jetzt eine verpassen? Schlag zu. Jungs, reißt euch zusammen. Das würde ich an deiner Stelle nicht tun. Ja, hast du nicht drauf? Na komm, ich schon da bleiben, du! Alter, es reicht! Sicher? Ich hab genug davon, mir von ihm, dem, alles gefallen zu lassen. Dein Ernst? Du bist doch der, der ihn nicht in Ruhe lässt. Komm schon, elternloser Bastard! Alles ist gut. Florian, es reicht jetzt. Na ja, gut. Dann geh mal. Der Feigling ist es nicht wert. Geht's? Geschwinde. Aber ich habe dir doch geholfen. Danke. Aber du musst nicht bleiben. Wann hat das denn alles angefangen? Kurz nachdem Papa und Mama gestorben sind. Das ist deppert, wenn keiner Mitleid hat. Findest du den da? Er ist schön. Am besten du gehst jetzt. Ich würde gerne ein bisschen alleine sein. Ja, dann pass auf dich auf. Ich denke, es geht um das Verschwinden von Manuel Kröner. Ja, seine Schwester hat gestern Nacht ganz verzweifelt angerufen und hat gesagt, dass Manuel nicht nach Hause gekommen ist. Nein, das ist andere Leute, weil der Manuel, der ist gestern nicht nach Hause gekommen. Also eigentlich ja voll unnötig, wenn diesen Dreck was zu unternehmen oder was. Ich wette, der sitzt in irgendeiner Ecke und heult einfach. Wie gestern, ne? Daraufhin haben Florian und Kai uns zu der Hütte von Manuel geleitet. Denkst du, das wäre ein Witz? Hältst du Manuels Verschwinden für einen Witz? Das ist Manuel. Entschuldigung, was soll das gerade? Gibt schon etwas? Bis jetzt wissen wir nur, dass er vielleicht in der Hütte sein könnte, wo ihr mir nicht gerade einen netten Besuch angestattet habt. Fahrst du dann dorthin? Zuerst müssen wir mal die Befragung hier beenden. Okay. Fuck! Was hast du getan? Mein Name ist Manuel Kröner. Im Grunde ist es mir egal, wer diesen Brief findet. Das Einzige, was wichtig ist, ist das, was derjenige von mir denkt, wenn er diesen zu Ende gelesen hat. Am meisten tut mir das, was ich getan habe, für meine Schwester leid. Denn nun hat sie niemanden mehr
an dem sie sich festhalten kann. Aber ich weiß, dass sie es schaffen wird. Sie wird die Trauer überwinden und nicht so enden, wie ich es tat. Sie wird zu einer wunderschönen, hübschen und starken Frau heranwachsen. Sie wird einen Freund haben und vielleicht sogar zwei Kinder. So viele wünscht sie sich nämlich. Ich liebe sie und hoffe, dass jemand auf sie aufpasst, wenn ich fort bin. Am meisten möchte ich den Leuten danken, die mich zu dieser Tat zwangen, meinen Mobbern. Na? Ist Schuppenmutter tot? Lass es! Hey! Sie hat gesagt, du sollst sie in Ruhe lassen! Was willst du? Ich frage mich, was sie jetzt über mich denken. Du hast es genauso gemacht wie ich! Ja, aber das erklärt nicht, warum dass ich jetzt so fertig war. Wahrscheinlich haben einige aufgehört, nachdem man meine Leiche fand. Aber manche, wenn du sie noch einmal anfasst, bricht sie das Genick, werden weitermachen. Was mich allerdings wirklich interessiert ist, ob jetzt ein paar der Mobber den Gemobbten helfen. Viele sagen, ignoriere das, was andere sagen. Aber eines, was ich in dem letzten Jahr gelernt habe, ist, dass Ignorieren nicht immer hilft. Andere sagen, dass man sich wehren soll. Tu es. Dann bist du nämlich der, der als erstes anderen helfen kann. Mein Leben begann mit dem Geschrei meiner Mutter und endete schon vor einem Jahr, als ich sie im Auto schreien hörte. Der erste Spruch. Achtung, da kommt ein angepisster, elternloser Bastard. Der erste Schlag, den ich in diesem Jahr kassierte, als ich nach 2 Wochen wieder in die Schule ging. Eine Sache, die ich nie wollte, war Mitleid. Ich wollte viel eher jemanden, der mir aufhilft, der mich festhält. Mobbing wird es immer geben. Aber vielleicht hat mein Tod dazu beigetragen, dass die Situation besser wird.